meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine Tee-Produkte, also meine liebste getönte Feuchtigkeitspflege, Serum Foundation, die ich gerne in dem Jahr 2023 verwendet habe, die möchte ich euch heute gerne zeigen. Es sind hauptsächlich Drogerieprodukte, weil ich die sehr gerne verwende und die auch leichter nachzukaufen sind als die hochpreisige Marken. Und dementsprechend habe ich wirklich fast die komplette Produkte aus der Drogerie, bis auf ein Produkt, was ich euch am Ende dieses Videos zeigen werde. Fangen wir mit einem Produkt an von Essence, die Hydro Hero 24 Stunden Hydrating Tinted Cream. Also wie gesagt, das ist jetzt so eine eine getönte Feuchtigkeitspflege, die so eine leichte bis mittlere Deckkraft hat, aber ich muss sagen, die reicht völlig aus für meine Hautbedürfnisse, weil ich habe eine relativ gute Haut mit sehr wenigen Unebenheiten, Unreinheiten. Deswegen reicht mir die völlig aus und gerade im frühen Sommer, in dem Jahr 2023 habe ich die sehr, sehr gerne frühen Sommer verwendet, aber auch jetzt trage ich die hin und wieder mal, weil die hinterlässt so ein schönes Finish. Die Haut sieht ebenmäßiger aus, makelloser, perfektionierter und trotzdem ist es wirklich, die Haut ist wirklich sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt, weil wie gesagt, das ist ja eher so eine getönte Feuchtigkeitspflege. Dementsprechend hat die halt eben auch eine leichte bis mittlere Deckkraft, wenn ihr die Aufbau und Schichten könnt ihr die auch. Aber wie gesagt, bei mir reicht eine Schicht völlig aus. Ist ein tolles Produkt und für den Preis unschlagbar. Und hier habe ich die Farbton 05 Natural Ivory. Und hier habt den hier habt ihr 30 Milliliter drin. Ein tolles Produkt, kann nichts dazu bemängeln. Ein tolles Produkt. Dann kommen wir zu einem Produkt von Revive the Look, das Natural Lift Make-up. Optische Faltereduzierung für einen glatten, ebenmäßigen Ton. Also ich muss sagen, das ist ein tolles Produkt. Ich habe das auch schon mehrmals hier schon nachgekauft. Ist ein tolles Produkt. Eine tolle Foundation, die Haut sieht makelloser aus, perfektionierter, ebenmäßiger. Und trotzdem finde ich, ja, es hat schon eine mittlere bis höhere Deckkraft. Also wer wirklich gerne eine mittlere bis höhere Deckkraft haben möchte, kann sich mal die Foundation sich gerne mal anschauen. Preislich kann man hier echt nichts sagen. Also es ist eine tolle Foundation und dafür, dass sie günstig ist, ist es eine sehr, sehr gute Deckkraft, hat das Produkt. Und wie gesagt, die Haut sieht wirklich optisch wirklich perfektionierter aus. Die Haut sieht glatter, ebenmäßiger aus. Ich kann dazu nichts Negatives sagen, aber es ist ein sehr tolles Produkt, was ich nicht nur sehr, sehr oft in Verwendung hatte, ich habe das auch schon nachgekauft und wie ihr das seht, hier ist auch nicht mehr viel Produkt nicht drin und das heißt schon was bei mir, wenn Foundation solche Status erreichen tut bei mir, wenn wirklich fast, ja, schon ein Drittel ist auf jeden Fall schon raus, weil wie gesagt, ich bin begeistert von diesem Produkt und für den Preis ist es einfach toll. Da können manche High-End-Marken da nicht mithalten, weil die Drogerie, muss ich sagen, hat wirklich mittlerweile sehr gut aufgeholt. Die haben tolle Qualität und für den Preis, da können sich echt, da braucht die Drogerie sich nicht zu verstecken hinter den High-End-Marken. Muss ich wirklich sagen, ein tolles Produkt, was ich auch bald bestimmt dieses Jahr aufbrauchen werde. Und dann mir dementsprechend auch nachkaufen werde. Also dazu kann ich wirklich nur sagen, Top-Produkt. Was ich sehr gerne verwendet habe in dem Jahr 2023. Und da kommen wir jetzt zu zwei Produkte von Catrice.
Also es geht langsam mit den Preisen etwas höher, aber trotzdem sind die noch bezahlbar. Also die sind noch nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, die sind so teuer, dass man die Produkte nicht kaufen kann, weil die so teuer sind. Nein, die sind noch relativ erschwinglich. Und da habe ich jetzt die Catrice, die True Skin Hydrating Foundation. Das ist wirklich, würde ich sagen, ist eine richtig tolle, feuchtigkeitsspendende Foundation, die feuchtigkeitsspendend ist, der eine sehr, sehr gute Deckkraft hat, die auch sehr lange auf die Haut bleibt. Hier habe ich den Farbton 004 Neutral Porzellan. Genau, hier steht es auch drauf. Feuchtigkeitsspendendes Make-up mit Hyaluronsäure und Wassermelone-Kernöl. Natürlich mattes und ebenmäßiges Hautbild. Hat eine mittlere bis hohe Deckkraft. Genau. Also ich muss sagen, die Haut sieht damit makelloser aus, perfektionierter raus. Dazu, also die Haut sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Die Unebenheiten werden ausgeglichen. Die Haut sieht wie gesagt, glatter, ebenmäßiger aus. Ein tolles Produkt, was gleichzeitig feuchtigkeitsspendend ist durch die Inhaltsstoffe Hyaluronsäure und Wassermelone-Kernöl. Hat die zwei feuchtigkeitsspendende Komponenten hier drin, was sehr, sehr toll ist. Die riecht auch sehr, sehr angenehm. Also Wassermelonen, muss ich sagen, riecht man schon leicht. Es ist wirklich dezent. Ein tolles Produkt, was ich muss sagen, dieses Produkt, muss ich sagen, hat mich wirklich überrascht, weil ich hatte das mal vor Jahren einmal gehabt oder jetzt auch schon zweimal gehabt. Und das ist jetzt das dritte Versuch mit der gewesen, wo ich wirklich überrascht war, dass es so toll ist, dass die Haut da wirklich sehr, sehr gut damit ausgesehen hat, dass sie gleichzeitig sehr gut Feuchtigkeit spendet, ist ein sehr tolles Produkt. Also dazu kann ich nichts Negatives sagen, außer dass es mich wirklich überrascht hat, dass es mir doch gefallen tut, diese Foundation. Dann kommen wir zu einem Produkt, was Anfang letztes Jahres herausgekommen ist, wenn mich das jetzt nicht alles täuscht. Die Nude Drop Tinted Serum Foundation von Catrice mit Hyaluronsäure und Vitamin E. Das ist dieses Produkt hier, ja, das war ja super gehypt. Jeder wollte dieses Produkt haben, zu Recht. Es ist ein sehr, sehr tolles Produkt. Es ist ein feuchtigkeitsspendendes, getöntes Serum-Foundation-Produkt. Es hat wirklich so eine leichte bis mittlere Deckkraft. Wenn ihr wollt, könnt ihr es sehr gut aufbauen und schichten. Aber wie gesagt, kann mich nur an dieser Stelle wiederholen. Bei mir reicht eine Schicht völlig aus, weil es perfekt abdecken tut, was ich abgedeckt haben möchte, ist gleichzeitig trotzdem feuchtigkeitsspendend, hält auch sehr gut auf die Haut, also ist ein tolles Produkt. Aber eins müsst ihr wissen, ihr müsst das sehr gut schütteln, weil ich finde, mittlerweile setzen sich die Texturen ein bisschen ab und dementsprechend ist es dann doch gut, dass es hier drauf steht, dass man es, bevor man das verwendet, dass man es gut schütteln muss. Soll. Weil somit verbinden sich die Komponenten miteinander sehr, sehr gut und damit erzielt ihr so das beste Ergebnis auf der Haut. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ihr das nicht schüttet, dass es ungleichmäßig fleckig und das Ergebnis nicht so schön aussehen kann auf der Haut, wenn ihr es nicht beachtet. Ich weiß ja nicht, ob es so ist oder ob es vielleicht doch nicht ist. Also, weil wie gesagt, ich kann dazu nicht viel Negatives dazu sagen. Außer dass es ein sehr tolles Produkt ist. Und da ist auch nicht mehr viel drin. Ich habe das schon sehr gut verwendet und das werde ich mir auch demnächst mal wieder nachkaufen müssen, weil es wie gesagt fast auch leer ist. Jetzt machen wir preislich einen höheren Schwung, nämlich nach oben über 10 Euro.
Da kommen wir jetzt zu drei Produkte von L'Oréal. Also L'Oréal Moisissure ist von den Teint-Produkte, Foundation, was es angeht, sehr, sehr gut. Da kommen wir einmal zu den absoluten beliebtesten Produkten von L'Oréal, die Perfect Match Haut- und anpassendes Make-up. Verschmilzt perfekt mit der Farbe, Struktur eurer Haut. Das ist dieses Produkt hier, das habe ich euch in so viele Videos auch gezeigt, weil ich einfach davon wirklich begeistert bin. Es ist so eine tolle Foundation, die es Feuchtigkeit spendet. Die hat einen Lichtschutzfaktor von 17. Die passt sich perfekt den Haut, euren Haut, den ihr habt, perfekt an. Ich muss sagen, die Farbauswahl ist hier sehr, sehr gut. Jeder findet hier den perfekten Farbton für sich. Also hier muss ich sagen, hat L'Oréal eine sehr, sehr gute Farbauswahl herausgebracht mit dieser Reihe, mit der Perfect Match Foundation. Weil hier habt ihr wirklich die größte Farbauswahl, die es gibt. Weil gleich kommt noch ein Produkt, was ich euch zeigen werde, da die Farbauswahl nicht so der Oberknaller ist. Aber hier muss ich sagen, findet wirklich jeder seinen perfekten Hautton. Die Haut sieht ebenmäßiger aus und die Unebenheiten wird auch sehr gut ausgeglichen. Es ist eine sehr, sehr tolle Foundation, die auch gleichzeitig etwas Feuchtigkeit spendet ist, weil hier auch drin ist Hyaluronsäure. Dementsprechend ist sie gleichzeitig auch etwas Feuchtigkeit spendet. Aber hier muss ich sagen, hat die wirklich eine mittlere bis höhere Deckkraft. Also das ist schon eine Foundation, die wirklich mit die höchste Deckkraft hat, bis auf ein weiteres Produkt, was ich am Ende dieses Videos zeigen werde. Das ist die, die auch schon eine höhere Deckkraft hat. Ah, nee, die Riva de Loop hat ja auch schon eine hohe Deckkraft. Die würde ich tatsächlich dann sagen, dass sie so eine mittlere Deckkraft hat. Weil, wie gesagt, ich habe gleich noch ein weiteres Produkt, was auch eher eine höhere Deckkraft hat. Die hat so eine mittlere Deckkraft, was völlig ausreicht. Und von welchem Produkt ich rede, ist auch jeder wollte dieses Produkt auch haben. Also in sehr vielen Videos wurde dieses Produkt gezeigt. Und das ist nämlich das Produkt, das Perfect Match Nude Aufpolsterndes Getöntes Serum. Genau, das ist jetzt halt so eine getönte Serum Foundation. Hier habe ich den Farbton 0.5-2 sehr hell. Und das meine ich jetzt auch. Die Farbauswahl ist hier nicht groß. Also hier könnten tatsächlich manche Hauttöne Probleme haben, den perfekten Hautton für sich zu finden. Weil ich finde es wirklich schwierig, weil ich habe ja schon die hellste Variante und wer noch heller ist als ich, wird echt damit Probleme bekommen, dass es nicht passend genug sein wird für denjenigen. Also das finde ich hat hier L'Oréal nicht so gut gelöst. Aber das ist ein Meckern auf höchstem Niveau. Muss wirklich sagen, aber das ist ein sehr tolles Produkt, was sehr gut pflegend ist. Wirklich, die Haut sieht aufgepolstert aus, die Haut wirkt gepflegter, weil ihr hier auch 1% pure Hyaluronsäure drin habt. Also ihr habt gleichzeitig so ein Pflege, also ein getöntes, pflegendes Produkt, was gleichzeitig etwas aufpolsternd wirkt. Und das Produkt würde ich sagen, müsst ihr auch vorher auch gut schütteln. Kommt auch so mit einer Pipette. Und das ist auch schon die zweite Flasche, die ich von diesem Produkt habe. Also ich habe das schon quasi schon einmal aufgebraucht. Ist ein sehr, sehr tolles Produkt. Nur halt, wie gesagt, ich glaube, das Einzigste, was wir hier dran bemängeln können, ist die Farbauswahl. Das ist so das Einzigste Manko an dieses Produkt. Ansonsten ist es ein Top-Produkt, was perfekt für den Frühling-Sommer
geeignet ist, weil es eine leichte Textur hat, eine leichte Deckkraft. Man sieht wirklich geschminkt, ungeschminkt damit aus. Ein tolles Produkt. Und das und hier beendige ich auch an dieser Stelle. Und da gehe ich jetzt nicht mehr weiter drauf ein mit dem Farbton. Weil ich habe das ja schon erwähnt gehabt. Halt, wie gesagt, ich glaube, so das einzigste Kritikpunkt, was wir haben können, ist die Farbauswahl. Die ist hier nicht so ideal gelöst worden. Aber sonst, wie gesagt, ist es trotzdem ein tolles Produkt. So, dann kommen wir zu dem vorletzten Produkt von L'Oréal Paris, die BB Cs Magic BB Cream Teint Optimierer. Das ist dieses Produkt hier, das habe ich auch letztes Jahr 2023 sehr gerne verwendet im Frühling-Sommer. Also hier ist angereichert mit Feigenextrakt, 24 Stunden Hydration, Feuchtigkeit. Hier habe ich die Farbvariante hell. Also ich habe die hellste Variante. Das ist eine schwerelose Pflegeformel mit Pigmente, die bei Hautkontakt mit dem Hautton verschmelzen. Perfektioniert die Haut optisch und spendet Feuchtigkeit, verleiht ein makelloses, aussehendes Nude-Look, wie ungeschminkt. Genau, und deswegen hat sie auch sehr gut im Frühling-Sommer reingepasst, als wir wirklich die heißen Tage wirklich hatten und wo wir wirklich sagen, okay, wer jetzt nicht so viel nicht drauf haben wollte, aber trotzdem geschminkt aussehen wollen, etwas drauf haben wollte, so, sozusagen. Hierzu habe ich sehr gerne gegriffen, weil es einfach wirklich, es hat die Haut sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt, aber trotzdem sah man geschminkt, ungeschminkt damit aus, hatte eine leichte Textur, Deckkraft, war aber wie gesagt gleichzeitig auch sehr gut pflegend. Ein tolles Produkt, was ich sehr gerne verwendet habe im Frühling, Sommer. Dann kommen wir zu dem letzten Produkt. Das gibt es jetzt nicht so direkt in der Drogerie. Warum ich das jetzt hier mit reingenommen habe, ist, weil es einen Drogeriepreis hat. Von welcher Foundation ich rede, ist die Avalon Cosmetics Wonder Match Skin Absolute Perfection. Genau, das ist dieses Produkt hier. Ihr müsst sagen, von der Deckkraft her habt ihr wirklich auch eine mittlere bis hohe Deckkraft. Also, wenn ich so sagen kann, welche eine mittlere bis hohe Deckkraft habe, ist es auf jeden Fall die Avalon. Dann auf jeden Fall die Riva de Loupe hat eine hohe Deckkraft. Dann würde ich sagen, ja, und die andere gehen schon in Richtung eher ja leichte bis mittlere Deckkraft. Auf jeden Fall die beide haben mit die höchste Deckkraft, die ich in meiner Sammlung habe und die ich letztes Jahr auch sehr gerne verwendet habe. Ist ein tolles Produkt. Hier habe ich den Farbton 05 Liked Porcelain. Es hat wirklich, und von der Textur her, es ist etwas cremeartiger. Also es ist nicht so dünnflüssig. Es ist schon etwas dicker, aber das lässt sich trotzdem sehr, sehr gut auftragen, verblenden. Andere Beite in der Haut, die Haut sieht wirklich perfektioniert aus, ebenmäßiger aus. Aber man merkt es auch, dass man man merkt schon, dass man die drauf hat. Mich stört es nicht, dass man es ein bisschen merkt, dass man eine Foundation drauf hat. Aber für viele kann es wirklich so sein, dass es einfach zu stark ist. Weil die halt etwas, ja, weil wie gesagt, die auch eine höhere Deckkraft mit sich bringt, diese Foundation. Und dementsprechend wirkt es schon, kann es manchmal maskenartig aussehen. Und wer das nicht mag, ist es vielleicht nicht die ideale Foundation für jemanden für sich. Aber ich muss sagen, mir gefällt die sehr, 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 sehr gut. Ich kann schon wieder nicht reden, obwohl das letzte Produkt ist. Aber das ist meistens so. Es fängt an so kurz vorletzte Produkt, wo ich dann
Weil dann merkt man schon, es wird langsam Zeit, das Video zu beenden. Also, wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen. Außer, es ist gleichzeitig, habt ihr auch Pflegeeigenschaften hier mit drin. Hyaluronsäure, Thermalwasser. Genau, und dementsprechend ist sie auch gleichzeitig etwas pflegend. Die ist überhaupt nicht austrocknend. Es ist auch ein sehr, sehr tolles Produkt, was ich sehr, sehr gerne verwendet habe. Das ist so eine Foundation, die ich sehr gerne in Herbst, Winter verwende. Also jetzt in dieser Jahreszeit. Also ich muss sagen, manche Produkte habe ich eher im Frühling, Sommer verwendet. Manche habe ich mehr in so einem Herbst, Winter verwendet. Also weil ich im Sommer, Frühling, Sommer nicht so dieses ultradeckende Gefühl auf die Haut haben will. Und dementsprechend trage ich dann sehr gerne Produkte, die eine leichte Textur haben, die etwas leichter auch auf die Haut liegen, die auch wirklich mehr pflegende Eigenschaften beinhalten. Und im Herbst, Winter, dann mag ich schon gerne, wenn es ein bisschen mehr Wumms hat. Es soll nicht maskenhaft aussehen auf die Haut, sondern es soll wirklich schön natürlich auch dabei aussehen. Und hier reicht bei mir auch völlig eine Schicht völlig aus. Das ist ein tolles Produkt, was ich mir demnächst auch mal wieder nachkaufen werde bei Cosmetic for Less. Weil es ist ein sehr, sehr tolles Produkt. Ja, das waren die Produkte, die ich in dem Jahr 2023 sehr gerne verwendet habe. Also ich muss sagen, es sind Produkte, die ich sehr gerne verwende, die ich auch sehr gerne schon mal nachgekauft habe, die mehrmals in meinem Monatsfavoriten drin ich euch gezeigt habe, in meinem Monatsfavoriten. Das eine oder andere Produkt war jetzt ja auch in meinen Jahresfavoriten mit drin gewesen. Also es sind sehr, sehr tolle Produkte, die ich dieses Jahr wieder verwenden werde. Also die ich Was heißt wieder verwenden werde? Ich verwende die jetzt ja immer noch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, was ihr zu den Produkten sagt, die ich euch gezeigt habe. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Produkt ja vielleicht selber zu Hause, was ihr ausprobiert habt. Ja, und wie gesagt, wundert euch nicht, ich erwähne es hier trotzdem nochmal am Ende. Ich drehe ja Videos vor und vorher hatte ich das Augen-Make-up-Look geschminkt mit zwei verschiedenen Lidschattenpaletten. Einmal mit der Essence Disney Jasmin-Palette und hier auf der Seite hatte ich die Catrice Disney Daisy-Palette verwendet. Deswegen achtet jetzt nicht so auf das Augen-Make-up. Aber wenn ihr es getan habt, wie gesagt, ich habe es hier jetzt noch mal erwähnt, weil ich wollte trotzdem für euch jetzt Video noch abfilmen. Da dachte ich, das jetzt extra runterzunehmen, das Augen-Make-up. Nein. Dann sieht es irgendwie ein bisschen bescheuert aus. Okay, dann ist es so. Aber trotzdem wollte ich an dieser Stelle trotzdem das erwähnen, falls irgendwelche Kommentare kommen, so, wieso hast du zwei verschiedene Augen-Make-ups? Wie gesagt, ich hatte einen Augen-Make-up-Look, wie geschminkt gehabt mit zwei verschiedenen Lidschattenpaletten. Ja, aber an dieser Stelle beende ich auch das Video. Ja, und dann hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Video wieder ein und ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag, schönen Abend, eine schöne Woche noch haben werde. Dann hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Video wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!